Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV, dem Dulli TV Adventskalender. Heute ist ein neuer Tag, heute ist ein neues Türchen. Ihr habt auf das Video geklickt und erwartet natürlich jetzt richtig geilen heißen Scheiß. Und heute haben wir uns was ausgedacht, denn was passt besser zu Weihnachten als Zimt? Alles andere. Nein, also es passt schon sehr gut, aber... Und wie auch ich weiß, dass die Zimt-Challenge... Stimmt. Die Zimt-Challenge ist schon ein bisschen älter, aber wir haben es noch nie gemacht und wir dachten uns, zu Weihnachten passt es ganz gut. Und wenn die Zimt-Challenge noch nicht kennt, umso besser. Nur damit ihr packen das hier gerade frisch aus, da ist nichts anderes drin, das ist wirklich Zimt. Und oh, ich liebe ja Zimt, ne? Ja, ich weiß. Ich mag Zimt wirklich gerne. Zimt fast überall. Ich finde Zimt wirklich... Oh, Alter, so ein ganzer Löffel. Also die Challenge ist, dass man den ganzen Löffel isst. Dass man den ganzen... Also man isst den ganzen Löffel. Man isst den ganzen Löffel. Nein, man isst das Zimt, was da drauf ist, natürlich. Und wir machen einen gestrichenen Löffel. Wir machen einen gestrichenen... Nee, doch. Da kommt ein Haufen drauf. Nein, wir machen einen gestrichenen Löffel. Das sieht so professionell aus. Ey, komm, wir sind hier nicht der... Wir sind zwar der Dulli-Channel, aber dennoch sind wir coole Dullis. Doch, gestrichen. Glaub mir, ich glaube, das ist jetzt auch schon viel. Ganz ehrlich. Ich hätte das jetzt so gemacht. Ja, okay, komm, mach drauf. Okay, reicht. Okay, wir haben jetzt gehäufte Teelöffel. Wir haben schon Wasser bereitgestellt. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert jetzt gleich. Ja, ob die im Internet so krass übertreiben oder ob wir jetzt gleich sterben werden. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich würde einfach mal sagen, kann man überhaupt gewinnen dabei? Ja, also das Ziel ist ja eigentlich, es runterzuschlucken. Okay, wir probieren einfach, das jetzt runterzuschlucken. Wir essen jetzt wieder einen gehäuften Teelöffel Zimtpulver. Machen wir das auch mit Muskat? Ich würde sagen, wir ziehen es jetzt einfach durch. Komm, nicht lang rumreden. Und du musst es auch, du machst den Mund und drehst ihn um, sodass dass er leer rauskommt, okay? Ich will, dass der leer aus deinem Mund kommt, der Zimtlöffel. Okay, bist du bereit? Du musst ihn drehen. Drei. Und abschlabbern. Ja, ja. 3, 2, 1. Halt. Okay, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Aber ich würde aber trotzdem gerne einen Schluck trinken. Ja, hast du verloren. Ein spontan bin ich probiert. Also man kriegt extrem Pappmaul davon. Es brennt höllisch auf der Zunge. Ohne Witz, es kommt Minze raus. Also ich finde es gefühlt, als ob du einen halben Liter Zahnpasta gerade geschluckt hast. Ja, ich hab jetzt gedacht, wenn ich das mache, werde ich nie wieder Zimt essen. Ja. So schlimm ist es jetzt nicht. Aber es ist schon nicht geil gewesen. Auf jeden Fall nicht. Tut mir leid, wenn ihr jetzt was Krasseres erwartet habt. Machen wir doch mal, komm. Nee. Also wirklich eine Runde reicht. Aber ihr könnt's... Ihr könnt's... Ich hab was in der Nase, glaube ich. Ja, das klebt halt auch. Ja. Naja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie eine Zimt-Challenge. Ich meine, haben wir zu wenig genommen? Also der Mund war voll. Die Flüssigkeit war weg. Instant. Also der Sinn dahinter ist ja eigentlich, dass das Ding so staubtrocken... Also das war es auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt hier einen Esslöffel voll genommen hätte, ich glaube dann... Rene Staubwolke gegeben. Ja, Instant Asthma, glaube ich. Aber wir haben gehäuften Teelöffel. Schreibt mal, wenn ihr das zu krass fandet. Das zu hart war. Wenn ihr das zu schlecht fandet, dass wir zu wenig genommen haben. Aber ich glaube, das war auch ein Experiment für euch. Jetzt wisst ihr mal, was diese Zimt-Challenge ist. Ja. Und es ist schon derbe ekelhaft, muss ich sagen. Also es zählt jetzt auf jeden Fall nicht zu meiner Top 10. Es hat mir aber Zimt nicht vermiest. Und ich glaube schon, dass das ganz geil war. Ja, ich finde halt Zimt nicht geil, ne? Achso, ja. Das ist natürlich das Schlecht. Einfach scheiße. Ich werde es definitiv nicht nochmal machen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Boah, Dicker! Das ist eine Zimt-Challenge. Das war ich nicht. Also irgendwo sind wir auch mal. Ich trinke jetzt. Das schmeckt. Das wird jetzt. Boah. Was wie in der Schule, als man Kreide geschnieft hat, weil man cool sein wollte. Naja, das war die Zimt-Challenge von den Dullis. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Das war unser Adventskalender-Türchen für heute. Ja. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn ein neues Türchen geöffnet wird. Beziehungsweise ihr auf ein neues Video klickt bei unserem Dulli TV Adventskalender. Danke, Daniel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr McMowie!